Meg Ryans Klassiker You've Got Mail und Sleepless in Seattle werden in Sarajevo gezeigt. Meg Ryan, eine der herausragendsten Schauspielerinnen der 1990er Jahre, wurde beim 30. Sarajevo Film Festival vom 16. bis 23. August 2024 mit dem Ehrenherzpreis ausgezeichnet. Diese Veranstaltung markiert nicht nur Ryans Rückkehr in die Unterhaltungsbranche, sondern ehrt auch ihre herausragenden Beiträge zur Filmkunst. In den 1990er Jahren etablierte sich Meg Ryan als unentbehrliches Symbol für romantische Komödien. Mit Klassikern wie When Harry Met Sally und Sleepless in Seattle eroberte sie Millionen von Herzen durch ihre Anmut, ihr schauspielerisches Talent und ihre Fähigkeit, sich in süße und gefühlvolle Rollen zu verwandeln. Die Figur Sally Albright in When Harry Met Sally wurde zu einer ikonischen Rolle für Ryan, und die legendäre Szene im Katz-Delikatessen bleibt eines der denkwürdigsten Momente der Weltkinogeschichte. Der Film bringt nicht nur Lachen, sondern auch tief emotionale Momente über Liebe und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ähnlich berührend ist Sleepless in Seattle, eine romantische Liebesgeschichte, die Millionen von Zuschauern bewegt hat. Ryans Rolle als Annie Reid, eine gefühlvolle und träumerische Frau, hinterließ einen bleibenden Eindruck beim Publikum. Die Szene im Empire State Building, in der ihre Figur Sam Baldwin, gespielt von Tom Hanks, begegnet, wurde zu einem kulturellen Symbol für die Suche nach wahrer Liebe. Nach dieser goldenen Ära zog sich Ryan jedoch allmählich aus der Öffentlichkeit zurück und trat seltener in Erscheinung. Diese Stille weckte viele Fragen und Neugier bei ihren Fans. Sie fragten sich, warum ein so strahlender Star sich vom Rampenlicht zurückzog und ob sie zu neuen Rollen zurückkehren würde. Ryans Abwesenheit vor der Kamera war nicht nur ein großer Verlust für die Filmindustrie, sondern ließ auch eine Lücke im Herzen der Fans, die sie seit ihren frühen Tagen bewundert haben. Der Ehrenherzpreis beim Sarajevo Film Festival ist eine verdiente Anerkennung für Meg Ryans unermüdliche und wertvolle Beiträge zur Filmindustrie. Jovan Marjanovic, der Direktor des Festivals, äußerte sich mit Respekt und tiefem Bewusstsein: Meg Ryan hat unsere Herzen bewegt. Sie hat uns nicht nur mit unvergesslichen Darbietungen verzaubert, sondern auch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten hinter der Kamera als Regisseurin und Drehbuchautorin gezeigt. Marjanovic fuhr fort, dass Ryan nicht nur durch ihre klassischen Rollen, sondern auch durch ihre kreativen Projekte einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Er betonte, dass dieser Preis nicht nur die herausragenden Werke von ihr in den Filmen würdigt, die ihren Ruhm begründet haben, sondern auch ihre Bemühungen und Kreativität bei der Gestaltung und Mitgestaltung der Filmindustrie hinter den Kulissen anerkennt. Ryan hat ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, indem sie nicht nur als talentierte Schauspielerin hervorsticht, sondern auch ihren Einfluss durch Regie- und Drehbucharbeit in Filmprojekten ausweitet. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre ständige Kreativität haben einzigartige Werke hervorgebracht, die sowohl von Kritikern als auch vom Publikum Aufmerksamkeit und Bewunderung erhalten haben. Die Anerkennung durch das Sarajevo Film Festival für Meg Ryan ist nicht nur eine Bestätigung ihres Talents, sondern auch eine tiefgehende Würdigung der Werte, die sie der Filmindustrie gebracht hat. Der Ehrenpreis Herz symbolisiert, dass trotz des vergehenden Zeitraums Ryans Beiträge und Engagement immer in Erinnerung bleiben und gewürdigt werden. Beim Sarajevo Film Festival werden zwei Klassiker von Meg Ryan wieder aufgeführt, darunter You've Got Mail und Sleepless in Seattle. Der Film You've Got Mail, in dem Ryan an der Seite von Tom Hanks die Hauptrolle spielt, ist seit seiner Veröffentlichung vor 25 Jahren zu einem Symbol des romantischen Komödiengenres geworden. Die Geschichte zweier Fremder, die sich zufällig per E-Mail verlieben, hat die Herzen vieler Zuschauer berührt und ist ein unverzichtbarer Teil der Popkultur geworden.
Diese Vorführung ist nicht nur eine Gelegenheit für das Publikum, den Klassiker noch einmal zu genießen, sondern auch eine Möglichkeit, Meg Ryans Karriere zu ehren. Sleepless in Seattle, ein weiterer Film von ihr, wird ebenfalls gezeigt und erzählt eine romantische und emotionale Geschichte zwischen zwei Fremden, die über die Ozeane hinweg miteinander verbunden sind. Dieser Film hat Ryans Status als Königin der romantischen Komödie gefestigt und einen tiefen Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen. Nicht nur durch ihre Rollen vor der Kamera hat Meg Ryan sich hervorgetan, sondern auch durch ihre Fähigkeiten als Regisseurin und Drehbuchautorin. Ihr neuester Film What Happens Later wird beim Festival gezeigt. Dies ist eine romantische Komödie, die Ryan nicht nur inszenierte, sondern auch gemeinsam mit einem Co-Drehbuchautor schrieb. Der Film erzählt von einer späten Liebesgeschichte zwischen zwei Personen, die sich nach vielen Jahren zufällig wieder begegnen und bringt tiefgehende und authentische Emotionen über Liebe und Leben zum Ausdruck. Mit der Teilnahme von Ryan selbst und dem X-Files-Star David Duchovny verspricht der Film den Zuschauern emotionale und unterhaltsame Momente. Meg Ryans Rückkehr zum Sarajevo Film Festival ist ein bemerkenswertes Ereignis, nicht nur wegen der Anwesenheit eines Stars, sondern auch wegen der Werte, die sie der Filmkunst beigetragen hat. Ryan hat viele Generationen von Schauspielern und Filmemachern inspiriert und beweist, dass Talent und Engagement stets anerkannt und geehrt werden. Das Sarajevo Film Festival ist nicht nur ein großes Filmereignis, sondern auch eine wichtige Plattform zur Ehrung von Talenten aus der ganzen Welt. Es bietet auch die Gelegenheit für Zuschauer und Filmemacher, herausragende Leistungen in der Filmbranche zu feiern. Darüber hinaus stellt das Festival nicht nur qualitativ hochwertige Filme vor, sondern fördert auch die kulturelle Entwicklung und den Austausch zwischen Nationen. Die Verleihung des Ehrenherzens an Meg Ryan beim Sarajevo Film Festival ist ein bedeutender Meilenstein in ihrer Karriere. Dies ist nicht nur eine verdiente Anerkennung ihrer Beiträge zur Filmkunst, sondern auch eine Gelegenheit für das Publikum, klassische Werke erneut zu genießen und mehr über ihren kreativen Weg zu erfahren.